sollte übrigens nicht die Hand in Wasser stecken, ansonsten ist da nämlich ganz schnell ein Alligator dran. Bist du eigentlich gegen Lauterbach geimpft? Und hier unserem Reiseführer fällt erstmal das Dope aus der Tasche. Heute mal eine Exkursion zu den Ruinen von La Maya. Bin ja hier mit meinem neuen Täschchen ja fast sogar cool. Also Herrenhandtasche umhängen habe ich mir jetzt selber nicht gefallen. Aber das hier hat was vom Wilden Westen. 7.30 Uhr morgens haben wir. Ich werde abgeholt vom Ricky. Den habe ich in der Kneipe kennengelernt. Der ist Taxifahrer. Ein Tourguide, haben uns recht nett unterhalten und ja, der hat mein Vertrauen, mich da anfahren zu dürfen, und da ist er auch schon. Good morning! What's up, man? Yeah. It's a nice weather to be like that, man. Absolutely. How are you doing today? Melden uns angekommen im Lamanai Parkplatz und jetzt geht's hier mit dem Bötchen weiter. Auch die Häuser hier sehen schön aus. Ne? Hier lässt sich's aushalten. This is Colin. That's right. Right here. We got my room punch. Oh. Oh, yeah, yeah, important. Will er mich hier ohne rumfahren lassen? Hier. You want to sit in the front? If there's a shadow, I'm fine. Yeah. Only close the back door. Close the little door. And I'm gonna put that a long sleeve on just for that. Yes. Oh yeah. Da hatte ich aber schon Fahrten mit deutlich weniger Beinfreiheit. Soll's mal bloß wolkig bleiben. Hab hier echt kein Interesse, mir noch einen Sonnenbrand einzufangen. Mückenspray habe ich drauf. Zum ersten Mal seit weiß gar nicht wann. Ich denke, hier werde ich das brauchen in dem Dschungel. Hier viel interessanter, als dass da hinten ein Mennonitendorf ist. Mennoniten kenne ich ja schon aus Paraguay. Er sagt, dass das hier gerade mal 10.000 Menschen sind und die 70% der Nahrung von Belize produzieren. Trotzdem finde ich diese Rosen spannender. Man sollte hier übrigens nicht die Hand in Wasser stecken, ansonsten ist da nämlich ganz schnell ein Alligator dran. Haben wir hier wirklich einen Kroko gesehen. Aber so schnell konnte jetzt auch keiner reagieren, der ist schon wieder abgetaucht. Zehn Minütchen, dann ist die Bootstour hier auch vorbei. Bötchenfahrt ist vorbei. Und da sind wir jetzt. Eintritt. Permanent Resistance, $5. Nicht Resistance, $10. Ja, Einheimische gratis. Ist das Rassismus oder ist das Rassismus? Hm? Musst du dir mal vorstellen, sowas. Eintritt im Deutschen Museum, Deutsche gratis. Ausländer, 5 Euro. Illegaler Ausländer, Einwanderer, 10 Euro. Ey, komm, aber ja, ist normal hier, lass er machen, ne? Das ist alleine schon hier von dem Grünzeug her sehr bemerkenswert. Auch wieder mit Bananenbäumchen.
Und los geht's. Der ersten Gebäude. Das ist auf jeden Fall kleinere Steine als in Peru. Andere Bauweise. Und dabei sollen die sogar deutlich älter sein. How old is the building? This building was constructed around 500 AD. All right, it was 500 nach Christus. 4, according to the Spaniards. Ja, Colin hat jetzt mal einen spannenden Vortrag gehalten. 5% sind ausgebuddelt und 95% sehen dann immer noch so aus. Da hatten sie noch keine Zeit für, hier irgendwas zu machen. Ansonsten, ja, das gibt auch nachzudenken. Das gibt zum Denken. Hier, warum ist das Glas hier abgestorben? Weil hier Touristen standen und sich eingesprüht haben mit Anti-Insektenspray. Das hat das Glas gekillt. Was macht das dann wohl mit den Menschen? Oh. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf zu laufen. Alles viel zu anstrengend. Ja, komm, das macht ihr mal alleine. Ich bin 100 Jahre alt. Ach, das ist noch spannender. Der Baum wächst erst nach oben. Wow. Und dann. Okay, hold on, you have the upper body, just hold on to this and push out gently and you can swing like Tarzan. Hey, hey, hey. Also hier, wow. Die Dinger, die wachsen wieder nach unten. Okay, next one. I would slip and fall, Mike, if it wouldn't be good. Oh, no. They don't eat tourists. They can jump 7 feet. Alright, buddy. Just kidding. Der kann 3,50 Meter weit springen und hat Hunger, aber gerade gelernt. They can live, Mexican Red Rump can live. Ja, das ist hier mal ein Holzgebäude gewesen. Nur noch die Grundrisse stehen. Das ist kein Affe. Irgend so ein anderes Viech. Kannte ich nicht auf Englisch. Was hier spannend ist. Die hatten einen Brauch, dass jedes Mal, wenn der Herrscher gestorben ist, haben sie die Stadt abgerissen. Das in deren Glauben von den alten Maya nimmt der König seine Stadt mit in die Ewigkeit. Und dann fangen sie halt neu an, ne? Mit einer anderen Stadt und bauen da alle Gebäude um. Und die nächsten Affen. Anybody is vaccinated against monkeypox? Yes, sir. Kann man kaum sehen, ha? Huh? Ich sehe ihn hier gut. Der frisst die Bären. Ja, das haben wir früher durch die Jeans gemacht. Das war das alte Maya-Öl, das haben sie für ihre Zeremonien genutzt. Also kein Speiseöl, aber vielleicht auch eine Alternative, falls mal wieder irgendein Grüner meint, Biodiesel zu brauchen. Ne? Jetzt macht er die Bäume kaputt. Hier war der Oberschall, Quetzal, so wie die Währung hier. Nee, wie die Währung von Guatemala, die hatten Quetzal. Kakaobäumchen. Schaut euch mal diese Riesenpalme an. Kommen die Dimensionen rüber? Also das Blatt alleine ist mindestens 10 Meter. Und die ist noch größer, die Pyramide, als die anderen. Wuhu, schon ein bisschen geil hier. Ach, Glück gehabt, ist ein unten gelbes Band dran.
Zutritt verboten. Ich muss da nicht raufklettern. Ist so scheiße heiß hier. Wenn so eine Ameise mal Hunger hat, ist aber auch ein Finger weg. Ja? Habe ich übrigens schon geschafft hier. Das ist mein Ameisenbiss für heute. Kann man da sehen? Bisschen rot. Es kommt noch ein Tempel und dann ist erstmal Mittagessen. Ich bin aber auch verdient hier. Der ganzen Rennerei durch die Hitze. Oh ne, nicht schon wieder Masken. Ja, hier geht dann immer der Lauterbach. Pilgern und hier hinbeten. An den Affenpockengott. Ja, genau. No, no. Aber ja, lustige Figuren haben sie. Als hätte ich schon wieder geahnt. Warum ist der große Tempel, die große Pyramide gesperrt? Da waren so Influencer, die Yoga-Übungen gemacht haben. Hier einmal das Bein hoch hinterm Kopf. Und ein so ein Influencer-Mädel ist von der Spitze der Pyramide runtergeknallt. Die ganzen Treppenstufen, hat sich da 11 Knochen gebrochen. Seitdem haben sie gesagt, Feierabend, hier geht keiner mehr rauf, damit die Influencer auf der Pyramidenspitze kein Yoga mehr machen. Ich glaube, manchmal, das mit dem Last Generation, das stimmt. Aber hier nicht wegen dem Wetter, sondern weil die alle so blöd sind. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, hier kann man das sehen. Das hier waren die Originalstufen. Da sind vielleicht noch welche drunter. Dann haben sie in der nächsten Generation die Stufen oben drüber gebaut und noch mal oben drüber gebaut. Für jeden König immer noch mal eine Stufe drauf, damit der Alte seine Stadt mitnehmen kann. Ich sollte diesen Ansatz mit meinen befreundeten Maklerkollegen mal diskutieren. Oh. Ich erwäge gerade, hier ein Haus zu kaufen. Das hier zum Beispiel ist jetzt für einen fairen Preis zu haben. Typisches Maya-Haus. Tja, lass es mal 3 Quadratmeter sein. Da kann man schon mal eine Familie großziehen. Huh? Also, ich habe nicht so ganz verstanden, wo überhaupt der Sinn davon ist. Kommen da alle Mücken durch und Ameisen rein. Also, ich finde hier, du kannst es auch gleich lassen. Ne? Und da haben jetzt 40.000 Menschen drin gewohnt. Also nicht in dem einen hier, aber so insgesamt. Und das war's. Es geht zurück.